Heute wurde im Bundestag bei der Generaldebatte heftig diskutiert. Der Oppositionsführer Friedrich Merz machte seinem Ärger über das Zaudern von Olaf Scholz in der Ukraine Luft. Der konterte mit Ankündigung weiterer Waffenlieferungen. Hören wir einmal in die Debatte rein. In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Mehr als einen Monat nach dieser gemeinsamen Entschließung im Deutschen Bundestag sind der Ukraine bis zum heutigen Tag die zugesagten Waffen nicht geliefert worden. Mehr als einen Monat. Stattdessen werden von Mitgliedern Ihrer Bundesregierung, Herr Bundeskanzler, und aus Ihrer Partei heraus ständig irgendwelche Behauptungen aufgestellt, die schlicht und einfach falsch sind. Sie telefonieren 80 Minuten mit dem russischen Staatspräsidenten. Und morgen kommt der Parlamentspräsident der Ukraine nach Deutschland, nach Berlin. Und Sie verweigern ihm bis zu dieser Minute einen Gesprächstermin. Alles, was Sie sagen, ist nicht richtig. Wir machen das, was möglich ist, mit allen Präzisionen. Herr Kubicki, Sie sind selbst in der Regierung mit der FDP. Können Sie das Ärgernis von Herrn Scholz, über Herrn Scholz, von Herrn Merz verstehen? Also zumindest kann ich verstehen, dass der Oppositionsführer die berechtigte Frage stellt, warum wir mehr als einen Monat brauchen, um einen Beschluss des Deutschen Bundestages, der mit großer Mehrheit gefasst worden ist, umzusetzen. Dafür gibt es bisher auch keine logische Erklärung, aber ich bin nicht Teil der Regierung, ich bin Parlamentsvizepräsident, Teil des Gesetzgebungsorgans. Die FDP ist Teil der Regierung, ja, das war so gemeint. Aber nach wie vor steht immer im Raum, wir liefern, wir liefern, wir liefern, wir kündigen das an, aber in Wahrheit, das ist so, gab es bisher keinen Transport von schwerem Gerät in die Ukraine. Und den hätte es geben müssen, früher. Ja, zunächst einmal ist die Frage, hätte es ihn früher geben können? Ich glaube das schon, weil wir, wie gesagt, Sie haben das angekündigt, bei dem Tag 98 sind. Man hätte bereits Ende Februar sich mit der Frage beschäftigen müssen, wenn die Ukraine dem russischen Angriff standhält, geben wir jetzt Rheinmetall die Genehmigung, angefragtes Material instand zu setzen, um es zu liefern, dann wäre es jetzt bereits geliefert. Gucken wir bei all dem, was die Bundeswehr hat, wirklich nach, was brauchen wir unbedingt zur eigenen Verteidigungsfähigkeit im Bündnis und was ist kurzfristig auch sozusagen lieferbar. Und ich glaube schon, ich muss mich da auf die Aussagen meiner verteidigungspolitischen Sprecherin und Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann verlassen, die ja anders als ich auch Einblick in geheime Unterlagen hat. Wenn sie sagt, wir hätten mehr tun können, dann bin ich sicher, wir hätten mehr tun können. Frau Dagdén, hätten wir mehr tun können, hätten wir mehr tun müssen, schnellere Waffenlieferungen für die Ukraine? Die Frage ist doch, wie helfen wir den Ukrainern am besten? Und ich glaube, dass mit mehr Waffen und immer mehr schweren Waffen wir den Ukrainern nicht helfen. Weil wir damals mit schweren Waffen wird der Krieg verlängert. Kriege werden geführt mit Waffen, Kriege werden aber beendet mit Verhandlungen. Selbst der US-amerikanische Außenminister Blinken und der Generalsekretär der NATO haben heute noch mal gesagt, dass nur mit Verhandlungen dieser Krieg beendet wird. Und ich sehe nur, dass wir seit Monaten ständig Tag ein, Tag aus immer nur über Waffen und Sanktionen sprechen. Aber nicht ansatzweise wird Energie darauf verwendet, wie können wir einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine schaffen, damit das Leid und das Töten... Entschuldigen Sie, also, aber wenn wir auf diesem Niveau hier diskutieren wollen, dann könnte ich mich gleich verabschieden, Herr Ronsheimer. Naja, aber nichts Sie ist hier zeigen Blödsinn. Ja erneut, dass Sie Putins Propaganda bedienen mit Ihren also Aussagen. Also Entschuldigung, das weise ich wirklich entschieden zurück und hören Sie auch auf Sie ja. Mit dieser Kriegspropaganda. Was hat das nur, mit Kriegspropaganda ja, weil zu tun? Jeder, der gegen Waffenlieferungen in diesem Land ist, der gegen die Sanktionen ist, wird als Putin-Troll oder Kreml-Apologet oder sonst was diffamiert. Und das ist ein Teil der Kriegspropaganda. Nein, das hat nichts doch, mit Propaganda zu tun, sondern mit Fakten und Realität. Das ist Teil des Militarismus. Was hat das mit Militarismus zu tun? Sie sagen, die Ukraine soll sich nicht verteidigen und dann würde Putin mit seiner Armee alle Ukrainer töten. Das ist nämlich sein Ziel. Jeder, der nicht bereit ist, in den Krieg zu ziehen gegen den äußeren Feind, wird hier zum inneren Feind erklärt. Und das weise ich zurück. Das hatten wir schon vor über 100 Jahren in Deutschland, als diejenigen, die gegen den Ersten Weltkrieg waren, als Zarenversteher diffamiert worden sind. Ja. Wir sollten wirklich damit aufhören. Es gibt ein legitimes Interesse von 50% der Bevölkerung in Deutschland, die laut Umfragen gegen die Lieferung von schweren Waffen sind. Wollen Sie behaupten, dass 50% der Bevölkerung hier irgendwie Putin-Knechte sind? Sie. Das ist doch absurd. Das ist wirklich absurd. Lassen Sie uns doch darüber reden. Ich sage, meine Meinung ist, dass ich das für falsch finde, diese Politik der Waffenlieferungen.
und der Sanktionen, die eigentlich ein Schuss ins eigene Knie sind hier in Deutschland, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, beim Ölembargo, beim totalen Energieembargo. Und also ich finde, jetzt über die Sanktionen, nicht über die Waffenlieferungen. Ja, aber wenn wir zurückkommen zu den, beide Strategien finde ich falsch. Waffenlieferungen und auch die Sanktionen. Ja, einfach die Putin die ganze nicht, Ukraine überrollen lassen und mehrere Butschas anordnen und noch mehr Kriegsverbrechen begehen. Das wird ja passieren, wenn wir keine Waffen liefern. Wollen Sie jetzt hier eine Show abliefern? Nee, Sie liefern eine Show oder wollen Sie zivilisiert mit mir diskutieren, Herr Ronsheimer? Ich will ganz zivilisiert mit mir diskutieren, aber die Frage müssen Sie beantworten, wie die russischen Truppen aufgehalten werden sollen. Ja, wie ich sagte, wir müssten wirklich versuchen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Es gibt nichts darüber hinaus. Aber wenn die Russen nicht an den Verhandlungstisch wollen, was... Das halte ich für ein Gerücht zum Beispiel. Es gab ja tatsächlich Versuche von Istanbul angefangen beispielsweise und Washington Post, Guardian, New York Times und viele andere haben ja dann gesagt, dass besonders die US-Administration, die aber sehr widersprüchlich ist, also meine Kontakte in Washington sagen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Die einen haben die Linie der New York Times zum Beispiel, die sagen, der Krieg muss beendet werden und man braucht eine Verhandlungsstrategie. Und die anderen sagen, wir müssen mehr Waffen liefern. Aber es gab diese Versuche und man muss noch mal zurück zu diesen Versuchen. Offiziell erklärt und Putin selbst auch offiziell erklärt, wenn die Ukraine kapituliert, dann ist Frieden. Aber das würde bedeuten, ne, sie besetzen die Ukraine mit ihren russischen Truppen auch ohne jeden Widerstand. Sie holen einmal, Frau Dagli, nur einmal Herrn Jörges auch in die Debatte reinholen. Ich will mal versuchen, das ein bisschen sachlicher zu machen, statt nur so einen Austausch von Emotionen. Ich halte es für keinen Zufall, dass Deutschland noch keine schweren Waffen geliefert hat. Ich halte es für Absicht. Es ist keine Unfähigkeit. Die schweren Waffen, die Deutschland ja x-mal angekündigt hat, der Bundeskanzler, muss man genauer sagen, werden nach meiner Auffassung oder sollen nach meiner Auffassung dann geliefert werden, wenn es schon einen Waffenstillstand gibt. Die sollen später erst eintreffen. Und was heute angekündigt worden ist, das Luftabwehrsystem, Frau Baerbock hat sofort anschließend gesagt, es wird mehrere Monate dauern, bis das geliefert wird. Alles dauert mehrere Monate. Auch der Gepard-Panzer wird erst im Juli geliefert. Und das, was sofort geliefert werden könnte, wird nicht geliefert. Da sieht man die Absicht dran. Der Schützenpanzer Marder könnte sofort geliefert, da gibt es auch viele von, auch in den Beständen der Bundeswehr. Die werden in Ringtauschaktionen, die dann wieder ewig Wochen dauern, an Griechenland geliefert, an Tschechien geliefert. Die sollen dann kaputte sowjetische Panzer an die Ukraine liefern. Das ist alles zu auffällig. Ich glaube, dass die Bundesregierung und vermutlich auch Paris eine Strategie verfolgen. Sie wollen den Zeitpunkt abwarten, der ist ja nicht mehr so fern, dass Russland die gesamte Ostukraine, den Donbass, erobert hat, weil dann vielleicht die Chance auf einen Waffenstillstand besteht, weil die Russen das erreicht haben, was sie als Erfolg ausgeben können. Plan A ist versiebt, die ganze Ukraine zu besetzen, gelingt ihnen nicht mehr. Das ist Plan B. Also die Krim weiter zu besetzen, den Landgürtel nach Russland und die gesamte Ostukraine und dann zu behaupten, das sei das Kriegsziel gewesen. Und ich glaube... Das glaube ich nicht, weil das Kriegsziel, er kann ja sozusagen den Donbass besetzen und sagen, wir machen Scheinverhandlungen, dann machen wir einen Scheinland Frieden. Niemand weiß, geht er wieder nach Kiew. Das kann schon sein. Also niemand, in Monaten oder ja. Niemand weiß, ich rede auch nicht drüber, was Putin will, das weiß ich nicht. Da stelle ich nicht mal Vermutungen an. Aber ich glaube, dass die in Berlin, das Kanzleramt und Paris auf diesen Punkt hin arbeiten. Und deshalb den Vormarsch, der ja unbestreitbar ist, der Russen im Donbass nicht durch neue, schnelle Waffenlieferungen aufhalten wollen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, FDP, hat ja gefordert, sofort oder möglichst schnell, besser gesagt, Marder-Panzer, Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Davon gibt es ungefähr 380 in Beständen der Bundeswehr. Das wäre nicht schwierig, 50. Aber nur die Hälfte einsatzfähig. Dann werden halt neue produziert und die füllen die Reihen der Bundeswehr wieder auf. Wenn man wollte, könnte man. Man liefert ja auch funktionsfähige Marder an Griechenland und an Tschechien, aber an die Ukraine nicht. Man will einfach nicht. Der Kanzler will nicht. Ich finde, um das mal zu sagen, ich bin so sauer mit dieser für mich erkennbaren Linie der Bundesregierung. Für mehr Waffenlieferung und schneller. Für die richtigen Waffenlieferungen. Wenn man verhindern will, dass die russischen Truppen über die Grenzen des Donbass hinaus wieder in die Ukraine reinkommen, muss man die Ukraine jetzt befähigen, dem zu widerstehen. Und ich würde eigentlich erwarten, dass jetzt mal der Zeitpunkt kommt. Man sieht ja, dass die Grünen ganz anderer Auffassung sind, dass die FDP durch Frau Strack-Zimmermann auch anderer Auffassung ist. Die sollen doch mal ein wirkungsvolles Ultimatum erklären. Anstelle der Grünen würde ich mir erhoffen, dass die sagen, in 14 Tagen werden 50 Marder an die Ukraine geliefert oder diese Koalition ist zu Ende.
Das erwarte ich mal, um Druck auf Scholz zu machen. Aber hier ist ja ein bisschen der Punkt, und hier würde ich gerne einen Punkt von Frau Dagdelen gerne aufgreifen. Der Bundestag ist der Meinung, Uli Jörges ist der Meinung, Paul Ronsheimer ist der Meinung. Ich halte mich jetzt hier mal raus, was meine Meinung ist. Aber da ist natürlich die Sache, die Umfragen stimmen, dass 50% der Bürger nicht der Auffassung sind mit den schweren Waffenlieferungen. Nein, 50% stimmen nicht. Das hat sich verändert, ist nach oben gegangen. INSA-Umfrage ist 50% dagegen, 43% dafür. Ja. Aber der Punkt ist ja der, wie wird man denn überhaupt alle Bürger abholen können, sowohl als Journalisten als auch als Politiker? Weil die Angst dahinter ist ja, Paul, die Frage gerne an dich, könnte denn auch ein Atomkrieg ausbrechen? Also theoretisch kann natürlich alles passieren, aber ich glaube, wenn wir Angst und Sorge und Angst und Bange sind, ja, dann sind wir schlecht beraten. Von daher ist das die falsche Strategie. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was möglich ist, und Olaf Scholz im Bundestag sagt, er tut alles, was möglich ist, dann ist das falsch. Das muss man erstmal festhalten. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn man der Überzeugung ist, dass wir weniger Waffen liefern sollten, dann sollte man das auch erklären. Aber Olaf Scholz erklärt einfach viel zu wenig, kommuniziert zu wenig und nimmt so die Bevölkerung nicht mit. Und ich glaube, deswegen gibt es eine große Verunsicherung. Meiner Meinung nach gibt es diese Verunsicherung auch, weil nicht genügend erklärt wird, warum schwere Waffen notwendig sind. Weil er zaudert, weil er zögert, weil er erst diese Sache ins Spiel gebracht hat und gesagt hat, wenn wir schwere Waffen liefern, dann drohe ein Atomkrieg. Das hat er damals im Spiegel-Interview gesagt, sinngemäß. Um dann ein paar Tage später aber doch ein bisschen schwere Waffen zu liefern. Also ich glaube, es ist vor allem momentan, was Olaf Scholz angeht und die Regierung angeht, ein großes Kommunikationsproblem. Denn man kann sehr leicht erklären, warum es auch aus deutscher strategischer Sicht richtig ist, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Es wird nur das versprochen. Geliefert worden ist ja noch gar nichts an schweren Waffen. Versprochen worden. Aber es ist sehr gut, es wurde zumindest Panzerabwehr-Dinge wurden dann geliefert. Das ist nicht genug, das stimmt. Laut Herr Stegner zum Beispiel wissen wir gar nicht, was alles geliefert wurde, weil wohl nicht alles schon bekannt gegeben wird. Da sitzen ja Leute im Verteidigungsausschuss, die schon informiert werden. Die wissen auch was. Aber es wird nur das versprochen, was nicht sofort lieferbar ist. Das ist der Punkt. Ich glaube, es gibt eine verborgene Agenda des Kanzleramtes, des Bundeskanzlers und vermutlich auch von Herrn Macron, dem französischen Präsidenten, die Russen nicht daran zu hindern, durch schwere Waffen den Donbass komplett zu besetzen. Um dann zu sagen, darauf zu hoffen auch, dass Putin sagt, jetzt habe ich ein Ergebnis erreicht, mit dem ich mich sehen lassen kann. Die ganze Ukraine kriege ich nicht. Und jetzt reden wir über Waffenstillstand und Frieden. Das ist für mich die verborgene Agenda von Herr Kubicki, gibt es diese verborgene Agenda? Also, die muss halt so verborgen sein. Ich habe sehr, sehr viel übrig für Spekulationen von Journalisten. Ich kann nur feststellen, es gibt einen Beschluss des Deutschen Bundestages, der auch die Regierung bindet, so schnell wie möglich schweres Gerät in die Ukraine zu schaffen. Das findet ja nicht statt. Gut, Herr Merz hat heute zu Recht gesagt, wir haben 4 Wochen gewartet. Wir gucken uns das mal, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat gesagt, wir gucken uns das mal bis Ende Juni an. Dann brauchen wir eine Erklärung, warum das, was möglich ist, nicht. Sie hat das ja als Ultimatum verpackt, obwohl ich gegen Ultimaten bin. Frau Strack-Zimmermann hält aber ich 50 Panzer für möglich. Herr Jörges, ich halte es auch für nahezu fahrlässig zu erklären. Es gibt so eine heimliche Agenda von westlichen Staaten, doch einen wesentlichen Teil der Ukraine durch Russland erobern zu lassen, ohne was dagegen zu tun. In der Hoffnung, dass man dann einen längeren Frieden sichern kann. Diese Hoffnung auf Zuverlässigkeit der Russen hat sich mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine komplett erledigt. Und sehr viel früher, müsste man eigentlich sagen. Spätestens mit dem Einmarsch bei mir, mit dem Einmarsch in die Ukraine, hat sich das erledigt. Und deshalb ist ein Vertrauen darauf, dass wir einen Waffenstillstand hinbekommen, der längere Zeit andauert, naiv. Das würde dazu führen, dass die Russen ihre Kräfte wieder mobilisieren und sammeln und dann auch im Zweifel nichts nützen würde, die Ukraine mit Waffen auszustatten. Denn die Russen haben aus dem erstmaligen Angriff auf Kiew massiv gelernt, dass sie mit anderen Taktiken vorgehen würden und was folgt also daraus? Dass wir darauf hoffen, dass die Ukraine die Russen rausschmeißt? Das ist eine Illusion. Dass sie jedenfalls befähigt werden, die Russen an den Verhandlungstisch zu zwingen, weil die Russen mit ihren Möglichkeiten auch nicht weiterkommen. Momentan ist es so, alles, was die Russen bisher angeboten haben, war Kapitulation der Ukraine. Dann gibt es keinen Krieg mehr, ist ja logisch, nicht? Weiße Fahne ist, dann ist es vorbei. Dann würden sie aber trotzdem ihre Einflusszone in der Ukraine gewinnen. Dann hätten wir insgesamt nichts gewonnen, die Ukraine schon gar nichts. Und ich glaube, wir sollten davon Abstand nehmen, der Ukraine zu erklären, was wir glauben, dass sie tun oder lassen sollten. Wenn die Ukraine sagt, wir brauchen jetzt Verteidigungsfähigkeit und wir sagen, wir wollen ihnen helfen, ihre Souveränität zu bewahren, dann müssen wir dazu beitragen, dass ihre Verteidigungsfähigkeit herstellen.